Willkommen zum neuen Video von uns. Heute geht es um das Thema Ablehnung. Wie du mit Ablehnung umgehst. Ein 4-Schritte-Modell. Jeder in seinem Leben wird ab und an abgelehnt. Das ist nicht einfach, das ist nicht angenehm. Von uns bekommst du ein 4-Schritte-Modell mit an die Hand, mit dem du Ablehnung wesentlich besser verarbeiten kannst. Fangen wir an. Schritt Nummer 1. Akzeptiere das Gefühl. Nach einer Ablehnung fühlt man sich meistens wütend, traurig oder ist sauer. Das ist auch vollkommen normal. Das Problem ist, viele Menschen unterdrücken dieses Gefühl und lassen es einfach nicht zu. Doch die allgemeine Grundregel im Umgang mit Gefühlen besagt, diese zu akzeptieren und eben nicht zu unterdrücken und zu verdrängen. Allein dadurch geht es uns meistens schon wesentlich besser. Schritt Nummer 2. Lasse das Gefühl heraus. Wie der Schritt schon besagt, sollst du versuchen, das Gefühl herauszulassen. Was bedeutet das nun? Das kann heißen, dass du schreist, dass du weinst, dass du in ein Kissen schlägst, dass du durch die Gegend rennst, rumspringst, irgendwie deine Gefühle ausdrückst. Manchmal geht das leider nicht so gut, zum Beispiel wenn du gerade in einem Gespräch bist. Doch auch in diesem Gespräch kannst du deinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Zum Beispiel kannst du die Fäuste ballen. Es gibt somit immer einen Weg, dein Gefühl zumindest ein wenig auszudrücken und herauszulassen. Schritt 3. Gewinne Perspektive. Mache dir bewusst, dass die Ablehnung nichts mit dir zu tun hatte. Die meisten Personen, die uns Menschen ablehnen, kennen uns viel zu wenig, um uns richtig beurteilen zu können. Selbst die erfolgreichsten Menschen werden ständig abgelehnt. Ablehnung gehört einfach zum Leben dazu. Je eher du diesen Fakt akzeptierst, desto schneller geht es dir besser. Schritt 4. Mache dir klar, dass dir nichts passiert ist. Mache dir bewusst, dass du keine körperlichen Verletzungen davongetragen hast und dass das Leben genauso weitergeht wie zuvor. Hört sich möglicherweise etwas komisch an, aber damit beweisen wir unserem Verstand, dass Ablehnung nichts Schlimmes ist und keine fatalen Folgen hat. Auch wenn die Angst vor Ablehnung wahrscheinlich nie ganz weg sein wird, so wird sie dadurch zumindest ein wenig kleiner. Das war's von mir und das 4-Schritte-Modell, wie du mit Ablehnung umgehst. Wie geht ihr mit Ablehnung um? Habt ihr noch Tipps zum Thema, wie ihr mit Ablehnung besser klarkommt, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liked, abonniert und teilt es. Besucht uns für weiteren genialen Content, der noch mehr in die Tiefe geht, auf www.erschaffedichneu.de. Das war's von mir, eurem Dennis. In diesem Sinne, tretet Ablehnung in den Arsch.